Hey, hier ist René, ich begrüße dich zu diesem Video und wir machen weiter an unserem Moving Average Multiple Currency Expert Advisor hier, der mittlerweile Positionen eröffnen kann. Haben wir geschafft durch das Trade-Objekt, das eine Funktion beinhaltet, die Positionen eröffnen kann. Jetzt wollen wir bei einem Signal natürlich gegensätzliche Positionen schließen. Das heißt, wir nutzen wieder das Trade-Objekt und schauen mal kurz, wie das Ganze läuft. Also wir haben zwei Möglichkeiten, Positionen zu schließen. Und zwar können wir Positionen in einem Symbol schließen und wir können Positionen anhand von einer Ticketnummer schließen. Wir wollen Positionen in einem Symbol schließen. Das heißt, hier eröffnen wir ja eine, beziehungsweise, nee, ganz so einfach ist es doch nicht. Wir müssen das Ganze anhand von einem Ticket schließen. Und zwar folgendermaßen. Wir haben die Möglichkeit, die Positionen durchzuscannen, sozusagen. Und zwar, im MetaTrader 5 ist es so, wir haben ja hier das Handel-Tab und in diesem Handelstab sind alle offenen Positionen. Offene Positionen sind Positionen, die, wo hier Sell oder Buy steht. Also keine Orders, sondern Positionen, die wirklich laufen, die einen schwebenden Gewinn oder Verlust haben und sich gerade irgendwie bewegen. Und diese Positionen können wir durchsuchen. Und zwar geht das folgendermaßen. For int positions total, das kennen wir schon, minus 1. Int i ist gleich. Was ich hier mache, erkläre ich gleich. I minus minus. Und das sorgt im Endeffekt einfach nur dafür, dass wir alle Positionen durchlaufen. Dieses for int i gleich positions total minus 1, Semikolon i größer gleich 0, i minus minus, Klammer zu, dann geschweifte Klammern, ist eine for-Schleife. Ähnlich wie ein if-Statement ist das eine Kontrollstruktur. Und zwar, wie der Name Schleife sagt, hast du hier verschiedene Durchläufe von dieser Schleife. Und zwar ist das folgendermaßen aufgebaut. For ist einfach nur das Keyword, was sagt, dass jetzt die Bedingungen für eine Schleife kommen. Dann hast du hier als allererstes hinter der runden Klammer eine Initialisierung von dieser For-Schleife. Das heißt, hier kannst du den Programmcode reinschreiben, der ein einziges Mal ausgeführt wird, wenn diese Schleife aufgerufen wird, sozusagen. Und hier wollen wir eine Integer-Variable mit dem Namen i deklarieren und ihr den Wert zuweisen von positions total minus 1. Würde in dem Fall hier den Wert 1 bekommen, weil wir haben zwei Positionen, 2 minus 1 ist 1. So. Dann steht hier als zweites die Bedingung für jeden einzelnen Schleifendurchlauf. Das heißt, bevor der Programmcode in dieser Schleife, in diesen geschweiften Klammern ausgeführt wird, wird dieses hier, der zweite Block, geprüft. Das heißt, er würde prüfen, ob i, was in diesem Fall gerade 1 ist, größer oder gleich 0 ist. Das ist wahr. Das heißt, wir führen diesen Abschnitt hier aus. Alles, was hier drin steht, wird ausgeführt. Genau, nachdem das hier ausgeführt wurde, wird dann hier oben wieder geschaut, was hier steht. Und dann wird diese Operation gemacht. I minus minus heißt im Endeffekt nichts anderes als i ist gleich i minus 1. Oder so. Das wäre genau das Gleiche. Allerdings ist i minus minus einfach eine kürzere Schreibweise und das verringert den Wert i immer um 1. Und wenn das geschehen ist, dann prüft er als nächstes wieder diese Bedingung hier. In diesem Fall ist i jetzt 0, weil 1 minus 1 ist 0. Und 0 ist immer noch größer gleich 0. Das heißt, das hier wird nochmal ausgeführt. Am Ende wird dann wieder i minus 1 gerechnet, i ist jetzt minus 1 und das bedeutet, dass i nicht mehr größer gleich 0 ist und dann wäre die For-Schleife damit abgegolten und der Programmcode geht weiter. Was machen wir jetzt aber in dieser For-Schleife? Wir werden jetzt hier Position Select, wir können jetzt hier ein Ticket uns anzeigen lassen, Position Get Ticket. Das ist eine Funktion auch, mit der wir anhand von einem Index eine Ticketnummer bekommen. Der Index ist in dem Fall i, ich erkläre das gleich. Und der Rückgabewert hier ist long oder ulong, Ticket ist gleich position get ticket. Und ich kann jetzt dieses Ticket mal ausgeben hier, als print
beziehungsweise ich nehme das mal hier raus und schreibe das generell in die Untick, damit es auch ausgeführt wird. Okay, wenn ich das mache, dann sollte er hier jetzt die Ticketnummern, also diese Nummern, in die Textausgabe schreiben. Man sieht jetzt hier einmal mit der 223 am Ende, einmal mit der 222 am Ende. Das sind genau diese Ticketnummern. Das liegt einfach daran, weil wie gesagt, wir laufen jetzt in dieser Schleife von der Anzahl der absoluten Positionen minus 1 so lange durch diese Positionen, wie i größer als 0 ist. Und diese Positionen hier, die haben einen bestimmten Index immer. Das heißt, die erste Position, die oben steht, die hat den Index 0. Diese Position hat den Index 1. Die Position darunter hätte den Index 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube, du verstehst das Spiel. Deswegen können wir auch über diese Funktion PositionGetTicket, wo ja der Index von dieser Position gefordert wird, das Ticket erhalten. Der zurückgegebene Wert ist dann vom Typ ULong, also Unsigned Long. Das waren diese ganz großen positiven Zahlen. Und genau, das ist dann einfach die Ticketnummer. Wenn wir das jetzt machen, dann rutsche ich das mal wieder hier unten rein. Weil wir jetzt diese Tickets durchlaufen, können wir jetzt diese Ticketnummern nutzen, um im Endeffekt zu prüfen, ob wir diese Order schließen müssen. Wir können jetzt nämlich prüfen, Position get Integer. Und da können wir jetzt prüfen, beziehungsweise Position get Ticket. Wir müssen vorher noch anhand von diesem Ticket eine Position selektieren. Das geht Position select. Oh, bei Ticket. Jetzt schreiben wir Ticket rein, weil das ja unser Ticket ist, was wir gerade haben. Und jetzt können wir durch das Selektieren dieser Position, liest ihr hierzu bitte auf jeden Fall diesen Artikel zurück, weil es funktioniert folgendermaßen. Wenn du Position Select by Ticket nutzt, dann werden die Eigenschaften von dieser Position im Zwischenspeicher von dem Computer gespeichert. Und dann kannst du direkt auf die Eigenschaften der zuletzt selektierten Position zugreifen durch solche Funktionen wie PositionGetInteger. Auch da lohnt es sich definitiv, diesen Artikel durchzulesen. Wenn du PositionGetInteger nutzt, dann kannst du jetzt hier Position, die einzelnen Properties bzw. Eigenschaften von dieser Position abrufen. Zum Beispiel gibt es PositionType. Und PositionType, schauen wir uns mal an. Typ der Position gibt eine Aufzählung zurück und hier gibt es Position Type By und Cell. Und das Ganze ist wahrscheinlich wieder vom Typ, ist vom Typ Enum Position Type, Enum, beziehungsweise vom Typ Integer. Machen wir das jetzt nicht kompliziert. Beziehungsweise diese Position Get Integer gibt einen Long-Wert zurück. Das heißt, wir schreiben hier Long gleich Direction oder so oder Type. LongType ist gleich Position get Integer und in dieser Variable wird jetzt quasi der Typ von dieser gerade selektierten Position gespeichert und wir wissen jetzt, ob es eine Kauf- oder Verkaufsposition ist. So, jetzt gehen wir her und sagen if type equals Position type by. Wenn es eine Kaufposition ist, dann wollen wir hier jetzt dürfen wir nicht durcheinander kommen. Also wenn das eine Kaufposition ist und das Symbol müssen wir eigentlich auch noch überprüfen von dieser Position. Symbol ist gleich position get symbol. Okay, machen wir get string position symbol. Damit bekommen wir das Symbol. Also wenn das Symbol genauso ist wie das Symbol oder das MA-Symbol 1 und der Typ ist Position Type Cell, dann wird diese Position geschlossen, weil anschließend wird ja eine Kaufposition eröffnet. So, jetzt können wir endlich Trade Position Close aufrufen und dann schließen wir die Position mit dem aktuellen Ticket. Genau, das gleiche oder ähnlich wollen wir was machen, wenn das Ganze, beziehungsweise wenn das Symbol das zweite Symbol ist und der Type ist Position Type By, weil in dem Fall wollen wir ja diese Position ebenfalls schließen. Position Close, Ticket. So, jetzt sehen wir hier schon, diese Zeile ist gleich. Das heißt, wenn das hier oben wahr ist
oder das hier unten wahr ist, dann machen wir in beiden Fällen ja sowieso das Gleiche. Das heißt, wir können das Ganze auch zusammenfassen. Das geht folgendermaßen. Und zwar, wir schreiben dieses Ganze hier in Klammern, schreiben jetzt zweimal diesen Querstrich, was ein logisches Oder ist, und schreiben dann hier einfach die zweite Bedingung rein. Das heißt, er prüft jetzt einfach, man kann das immer von vorne bis hinten eigentlich so durchlesen, dann versteht man es relativ gut. Wenn hier, wenn das Symbol von dieser Position so ist wie das MA-Symbol 1, also zum Beispiel Euro-US-Dollar, und der Typ ist wie Position Type Sell und das ist eine Verkaufsposition, dann schließt das. Oder wenn das hier nicht wahr ist, aber das Symbol ist vom Typ MA-Symbol 2, also US-Dollar japanischer Yen zum Beispiel, und der Typ ist eine Kaufposition, dann schließt auch. Also eins von beiden muss erfüllt sein, weil in beiden Fällen wollen wir ja quasi die Gegenposition schließen. So, jetzt kopieren wir das Ganze. Schreiben das hier unten rein. Ist jetzt wieder doppelt gemoppelt. Falls du eben bei den oder in den letzten Teilen bei den Funktionen aufgepasst hast, könntest du jetzt auch mal versuchen, das Ganze hier in eine Funktion auszulagern und da prüfen zu lassen. Wir machen es jetzt aber erstmal so. Und ja, haben damit jetzt eigentlich unseren EA soweit, dass wir den jetzt mal testen können. Dazu machen wir den Strategietester auf mit Steuerung R oder mit Ansicht Strategietester. Hier kannst du jetzt deinen Expert Advisor einfach auswählen. Korrelations-EAA heißt der bei mir. Kannst die Einstellungen hier nochmal überprüfen. Ich lasse das jetzt einfach mal so. Und kannst jetzt hier den Test starten. Und jetzt kommt auch ein ganz großer Vorteil vom MT5 nochmal zum Tragen. Ups. Weil man sieht jetzt hier, dass wir direkt alle relevanten Charts für uns angezeigt bekommen. Das heißt, wir sehen jetzt hier sowohl den Euro-US-Dollar-Chart als auch den US-Dollar-Japanischen Yen-Chart direkt angezeigt und auch den Chart von der Zeiteinheit, den wir eingestellt haben, wo jetzt halt hier die Infos sind. Genau, man sieht jetzt hier den Handel und kann den auch nachverfolgen. Ich weiß gar nicht, ob man sich hier die Sachen nebeneinander anzeigen lassen kann. Objekte. So, erstmal egal jetzt. Ich spule mal ein bisschen vor und wir schauen mal, was passiert, wenn jetzt die Signale drehen. Das heißt, wenn der Euro-US-Dollar-Kurs unter dem Moving Average fällt und der US-Dollar-Japanische Yen-Kurs über den Moving Average fällt. Weil dann sollten ja eigentlich die Positionen geschlossen werden und außerdem sollten wir dann neue Positionen bekommen in die Gegenrichtung. Das kann jetzt ein bisschen dauern, je nachdem, wie lange das jetzt dauert, bis hier das gewünschte Ereignis eintritt. Da warte ich jetzt gerade mal ab. So, ich habe das Ganze jetzt mal eine Zeit lang laufen lassen. Von hier, das war quasi der erste Einstieg im US-Dollar-Japanischen Yen, hier im Euro-US-Dollar. Jetzt wird es gerade spannend. Der Euro-US-Dollar neigt dazu, unter dem Moving Average zu gehen und der US-Dollar-Japanischer Yen ist gerade drüber gegangen. Das heißt, wir müssen jetzt mal gucken, ob das gleich sich drehen wird. Wenn der jetzt drunter fällt und der andere Markt drüber steigt, dann sollten nämlich die alten Positionen geschlossen werden und die neuen eröffnet werden in dem Fall. Genau. Das Programm ist auch nicht allzu schnell, sehe ich gerade. Liegt wahrscheinlich zum Großteil daran, dass hier bei jedem Tick quasi die Positionen geprüft werden müssen. Man könnte das Ganze optimieren, indem man sagt zum Beispiel, man macht das Ganze immer nur auf Basis des Schlusskurses oder so und guckt sich dann immer den letzten Moving Average Wert an. Das werde ich gleich wahrscheinlich mal machen, dass man das auch vernünftig testen kann. Ansonsten, ja, jetzt gehen wir bitte hier da drunter und dann hier beziehungsweise, genau, der Wert ist drunter, der Wert ist drüber. Ah, ich sehe jetzt gerade schon, die hätten eigentlich jetzt drehen müssen, machen sie aber nicht. Das heißt, irgendwas funktioniert hier doch noch nicht so ganz. Sell. Okay, ist aber kein Problem. Also als erstes, wie gesagt, wie angekündigt, ändern wir das Ganze ab. Das heißt, wir wollen jetzt nicht mehr den aktuellen MA-Wert, sondern den letzten MA-Wert. Das können wir erreichen, indem wir hier Startposition 1 eingeben. Das heißt, er startet, guckt ihr das Video sonst nochmal an, nicht bei der aktuellen Kerze, sondern bei der letzten Kerze und nimmt dann von dieser Kerze den Moving Average Wert. Ansonsten ändert sich ja rein gar nichts, aber was wir jetzt machen können, ist, dass wir schreiben, wir nehmen eine Daytime-Variable, Timestamp zum Beispiel, und können sagen, wir berechnen immer hier, was mache ich denn jetzt hier,
Wir berechnen alles immer nur auf Basis von einer neuen Kerze. Genau, das heißt, wir müssen hier Datetime, wir nehmen die aktuelle Zeit, Time Current. Das ist eine Funktion, Systemfunktion, die die aktuelle Zeit einfach in Sekunden ab dem 1.1.1970 zurückgibt. Kennen wir ja Datetime-Variablen aus den ersten Teilen. Und dann prüfen wir, ob if Timestamp ungleich Time, oh, beziehungsweise habe ich Blödsinn erzählt. Wir wollen nicht die aktuelle Zeit, sondern wir wollen die Zeit bei der aktuellen Kerze. Denn jede Kerze hat ja eine Zeit, beziehungsweise einen Zeitstempel. Diese hat zum Beispiel einen Zeitstempel 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr und so weiter. Also immer pro Stunde ändert sich der Zeitstempel quasi von der aktuellen Kerze. Das heißt, wir nehmen hier auch den Zeitstempel der aktuellen Kerze. Den bekommen wir über iTime. Die iTime-Funktion ist ein bisschen so aufgebaut wie so ein Indikatoraufruf. Und zwar kann man hier einfach angeben, für welches Symbol, für welche Zeiteinheit und für welchen Shift-Wert man quasi den Zeitwert der Kerze erhalten möchte. Wir nehmen hier mal das Symbol, beziehungsweise das MA-Symbol 1. Wir nehmen die MA-Zeiteinheit und Shift-Wert 0. Jetzt prüfen wir, ob der Timestamp-Wert ungleich dem Time-Wert ist. Wenn das der Fall ist, dann schreiben wir Timestamp ist gleich Time und führen einmal unseren ganzen Programmcode aus. Weil dann wollen wir quasi einmal das hier alles machen, beziehungsweise den Kommentar, den wollen wir bei jedem Tick machen. Ich schreibe das mal hier hin, rutsche das vernünftig ein und stelle jetzt gerade die Berechnung von dem Bitkurs nochmal außerhalb davon hin, weil wir den Bitkurs auch in unserem Kommentar angeben. So, wenn ich das kompiliere, ist noch ein Problem. MA-Symbol, okay, das kennt er da nicht. Gut. Das heißt, wir müssen die auch hier oben außerhalb von irgendwas nutzen, beziehungsweise stellen die am besten direkt mal als globale Variablen hin. Gut. Also, was habe ich gemacht? Ich habe, ah, das kennt er auch nicht. Brauchen wir auch als globale Variablen. Die Direction. So, nehmen wir hier raus. Int Symbol 2 Direction. Jetzt sollte das Ganze deutlich besser funktionieren. Also, was habe ich gemacht? Ich habe jetzt hier eine globale Variable Timestamp erstmal deklariert. Da können Zeiten drin gespeichert werden. Dann berechnet er hier in der OnTick-Funktion jetzt immer den Zeitstempel der aktuellen Kerze sozusagen. Prüft dann, ob der so ist wie der Wert in der Timestamp-Variable. Wenn es nicht der Fall ist, dann setzt er den Wert den Zeitstempel der aktuellen Kerze quasi, übergibt den Wert zu der Timestamp-Variable. Das heißt, beim nächsten Tick werden die beiden gleich sein und er wird den Programmcode hier nicht ausführen. Erst wenn dieser Wert hier wieder ein anderer ist, und das ist bei der nächsten Kerze der Fall, dann wird er das hier unten wieder ausführen. Das sorgt jetzt dafür, ich kann das nochmal kurz anschmeißen, dass der EA hier deutlich schneller durchläuft. So, Moment. Und er sollte zumindest deutlich schneller durchlaufen, wenn ich das mal beschleunige. Genau, dann sieht man hier, denke ich mal, schon eine deutliche Steigerung. Also es läuft viel schneller durch. Und genau, das haben wir jetzt dadurch quasi erzeugt. Und jetzt können wir auch viel einfacher prüfen quasi, ja, wie, ob das Ganze vernünftig hier funktioniert. Zeiteinheit können wir auch mal auf die Stunde ändern. Genau, und jetzt müssen wir uns als nächstes quasi nochmal einmal den Programmcode anschauen und schauen uns jetzt an, warum er das Ganze nicht richtig schließt. Positions Total, okay, die Position hat er ja auf jeden Fall richtig selektiert, das wissen wir ja schon. So, okay, ich habe jetzt gerade gesehen, sehr dumm von mir gewesen, die Überlegung. Und zwar kann er hier gar nicht reinkommen in diese Programmabschnitte, weil er oben drüber die Prüfung steht, ob wir gerade offene Positionen haben. Wenn wir offene Positionen haben, wenn wir keine offenen Positionen haben, können wir logischerweise nichts schließen. Wenn wir offene haben, dann kommen wir gar nicht da rein. Das heißt, wir müssen das hier nehmen, hier unten hinsetzen, das alles nach vorne rutschen, dann hier die Klammer schließen. Ne, Moment, jetzt bin ich durcheinander gekommen und vor, dann hier prüfen, dann das hier alles ein nach vorne schieben, die Klammer weg und hier zusätzlich noch die Prüfung machen
mit den Positionen, das einrutschen. Okay, so, also ich habe jetzt eigentlich nur Folgendes gemacht. Ich habe diese generelle Prüfung, ob wir offene Positionen haben, von oben runtergenommen und nur noch vor die Positionseröffnung gestellt, so dass das Ganze ein bisschen mehr Sinn macht auch. Und jetzt wir auch hoffentlich gleich sehen, dass Positionen geschlossen werden. So, lassen wir den mal ein bisschen durchlaufen hier. Okay, ich habe jetzt gerade den Test nochmal beendet. Ich habe jetzt gesehen, ich musste hier noch austauschen. Hier müssen wir natürlich andersrum prüfen, ob das erste Symbol quasi vom Position Type Buy ist und das zweite Symbol vom Position Type Sell ist, weil sonst macht die Schließung eigentlich keinen Sinn. Ich gehe jetzt auch mal auf eine kleinere Zeiteinheit, damit die ganzen Sachen ein bisschen schneller durchlaufen. Also nicht auf den Stundenchart, sondern auf den 5-Minuten-Chart, dann läuft das Ganze deutlich schneller durch. So, oh, man sieht das jetzt hier. Wirklich sehr schnell. Und genau, schauen wir mal hier, wann wir da die ersten Kreuzungen sehen bei den gleitenden Durchschnitten. Das ist, glaube ich, vor allem im US-Dollar-Japanischen Yen interessant, wenn der hier über den Moving Average steigt. Ah, okay, genau. Jetzt der US-Dollar-Japanische Yen ist jetzt hier an dieser Stelle eben über den Moving Average gegangen. Wichtig, er muss jetzt auch darüber schließen, weil wir das ja nicht mehr auf Tick-Basis gemacht hatten, sondern uns jetzt den Schlusskurs quasi oder den letzten Moving Average Wert anschauen. Und der Euro-US-Dollar hat drunter geschlossen, deswegen haben sich jetzt quasi die Positionen einmal gedreht hier. Jetzt könnten wir quasi warten, bis das ganze Szenario noch einmal eintritt, sodass der Euro-US-Dollar wieder unter den gleitenden Durchschnitt fällt und der andere Markt hier, US-Dollar, japanischer Yen, wieder über den gleitenden Durchschnitt geht. Scheint jetzt hier der Fall gewesen zu sein. Genau. Und deswegen haben die Positionen sich jetzt wieder gedreht und hier jetzt schon wieder gedreht. Und genau, so geht es immer weiter. Also jetzt müsste eigentlich alles passen von den Abfragen, von den Schließungen und so. Schau es dir am besten bei dir nochmal in Ruhe an sonst. Man sieht jetzt hier auch die Operationen und so weiter, Gewinn und Verlust und alles. Läuft aber jetzt erstmal für den Stand so weit, wie es laufen sollte. Genau, Position geschlossen. Jetzt bin ich für den Teil auf jeden Fall durch hier. Das mit den On-Trade-Transaction mit der Funktion, das schauen wir uns jetzt auf keinen Fall mehr an in diesem Teil. Das werde ich dann im nächsten Teil nochmal erklären. Im Prinzip funktioniert das AIA jetzt aber schon so, wie ich das eigentlich geplant hatte. Und wir haben jetzt schon viele Sachen gelernt. Die On-Trade-Transaction werden wir dann auch nicht mehr in diesem AIA einbinden. Das wird jetzt einen Rahmen sprengen. Aber ich will trotzdem nochmal kurz erklären, oder die Funktion an sich kurz erklären, weil das eine der essentiellen Funktionen, die den großen Unterschied ausmacht zwischen MQL4, MQL5, MetaTrader 4, MetaTrader 5, das ist eine der Sachen, die man sich ein bisschen genauer anschauen muss, um den Unterschied zu verstehen. Ansonsten viele andere Sachen, wie gesagt, sind einfach gleich und ja, es gibt kleine Abweichungen, wie zum Beispiel dieses Trade-Objekt, was man im MT4 nicht gebraucht hat, aber ansonsten dieses Position oder Order Send, Order Close und so, das kennen wir alles schon aus dem MetaTrader 4. Gut, dann bin ich raus für diesen Teil. Im nächsten Teil erkläre ich, wie gesagt, die Trade Transaction nochmal und dann ja, wird es das wohl auch gewesen sein für diese Reihe. Ich hoffe, du schaust dir trotzdem den nächsten Teil nochmal an. Insbesondere wird es spannend sein für dich, wenn du von MQL4-Programmierung kommst zu MT5. Da wirst du viele Learnings haben. Also bis zum nächsten Teil. Bis dann, ciao, ciao.